Kann ich die nicht bashen? Kann ich die nicht bashen? Nein, ich kann die nicht bashen. Hä? Ich kann die nicht töten. Oh, das ist so gemein. Jo, Servusle zum weiteren Part. Ori and the Blind Forest. Wir haben im letzten Part genau an dieser Stelle vor der ominösen Tür hier abgespeichert. Und stellen uns jetzt der Herausforderung. Im letzten Part haben wir auch den Wandsprung gelernt. Oder die Fähigkeit erworben. Jetzt gucken wir mal, das sind feuerspeiende Blumen. Ja, fällt denen nichts anderes ein. In jedem Jump'n'Run gibt's feuerspeiende Blumen. Egal. Oh, da muss man richtig aufpassen. Kann ich die nicht bashen? Kann ich die nicht bashen? Nein, ich kann die nicht bashen. Hä? Ich kann die nicht töten. Oh, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Muss ich hier mal so anmerken, dass das gemeine ist hier? Verdammt. Gott sei Dank haben wir hier gespeichert. Kann ich hier nach unten? Nein. Geht nicht. Da muss ich hier mal gucken, wie wir da rüberkommen. Oh, verdammt. Durchgefallen? Ja, weil ich schon wieder mit dem Analogstick spiele. Weil ich es mir nicht angewöhnen kann. So. Wir haben einen Schlüsselstein. Boah, knapp. Knapp ist das hier alles mies, verdammt. Und wir haben den nächsten Schlüsselstein. Ja, sehr schön. Ist das Böse hier? Ist da drin Energie? Ist da drin Energie? Verdammt. Alter Schwede. Ist das Böse hier? Ist da hinten noch was? Ich muss gucken. Doch, da geht's rein. Was ist denn das hier? Diese Energietore werden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Was sind denn Energiezellen? Ach, meine Speicherpunkte, das ist ja gemein. Meine Speicherenergie ist es. Brauche ich doch zum Speichern, oder nicht? Oh, der schießt von oben runter. Oh, jetzt wird das Ganze hier tricksy und böse. Wie kommt man denn da unten rein zu diesem... zu dieser Geisterenergie oder was das da sein soll? Wie kommt man denn da rein? Gar nicht. Kurios. Kurios, kurios. Vielleicht kommen wir noch auf das Rätselslösung. Oh, Zaccaronis. Ich verstehe. Ich muss da lang, wo die Kackbriemen ballern. Was denn auch sonst? Oh, jetzt haben wir wieder so. Oh, oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Energie eingesammelt. So. Oh, ist das gemein. Oh, da hinten ist... da hinten ist Dingens. Schlüsselstein. Oh, verdammt. Geh raus, Ori, geh raus. Mann. Also unterm Sprung an der Wand festhalten ist also nicht möglich. Gut zu wissen. Oder mache ich was falsch? Alter, ist das mies. Oder muss ich jetzt da lang? Ja, ich muss da lang. Schon vier so Teile. Okay. So, und ab dafür. So, so. Komm, auf. So, Geistertor öffnen. Haben wir genug? Jawohl, ja. Sehr schön. Sesam, öffne dich. Oh, hoffentlich habe ich noch nichts verpasst. Bin mir nicht so ganz sicher. Traurig fanden sie mich vor, schlafend und still. Wir erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Okay, Ori scheint weiblich zu sein.
Hallo, Onu? Das uralte Wesen. Hallo, hier tut sich nichts mehr. Ori, der Geisterbaum, er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Okay. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Oh, was denn bitte? Eine Harpie! Ah, eine Eule? Kuro stahl sein. Es war das Ende unserer Tage. Du hast das Licht des Geisterbaumes empfangen. Er hat unser Schicksal in die Hände gelegt. In deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft. Und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und wahrten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf den Gimso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horubergs. Um Nibel wieder zum alten Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle, auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Hohlhain 4%. Findet ihr den Geisterbaum? Haben wir gemacht. Das ist wohl das nächste Ziel hier. Finde den Ginso-Baum. Okay, ich habe jetzt nur noch Spinnenhöhle gelesen. Das erinnert mich ein bisschen an Feist. Was stand da? Tal des Windes Hohlhain. Sei vorsichtig, Ori. Der Boden ist instabil. Oh, genau. Und schon ist er weg. Kann ich da runter? Oh oh. Und schon hat er mich geowned. Aber sowas von. Rucki zucki, zack, zack. Heck meck, war der Doschten weg. Der muss jetzt gleich so mal bashen. Ja, ja, wir wissen es. Hä? Der tötet mich instant? Nein, ich habe nur eine Energie, das ist mein Problem. Ich verstehe. Verdammt. Ich habe nur eine Energie und mehr bekomme ich nicht. Das ist aber schlecht. Selbst nach dem Tod habe ich nur eine Energie. Warum bewegt sich Ori so schlecht? Ich bleib da irgendwo hängen und komm dann nicht mehr weiter nach rechts. Na gut, auf ein neues. Da kommen wir schon noch vorbei hier. Jetzt hat's funktioniert. Okay, ein Baum auf.
Heute kommt der wieder. Schon wieder da, der Sack. Komm, verpiss dich. Kann ich den hier von oben treffen hier? So ein Sack. Spawnt er direkt, nachdem er gestorben ist? Kann ich hier das eigentlich auch aufmachen? Nein, ich muss den daher locken. Ich muss den daher locken. So. Jetzt muss ich da runter. Und bin down. Was ist denn das hier? Hä? Was sind das für Stelle? Hä? Was sind das schon wieder? Mann. Ja, instabil. Wir wissen es. Wir wissen es. Mittlerweile hat es auch der Doschen kapiert. So, und jetzt da runter. Und hier Energie einsammeln. Und dem Kasper ein paar auf die Fresse hauen. So. Mann, geht doch. Geht doch, geht doch. Jetzt muss ich mich hier allerdings komplett neu orientieren. Neues Gebiet, neue Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo wir das sind. Wo wir hin müssen. Da oben ist ein Schalter. Ah, das Teil kommt runter. Das heißt, wir können dann nach oben. In der Theorie zumindest. Nein, ich will da oben rauf. Was ist das hier? Was ist das für ein Dingens? Komm, geh halt auf, Ori. Geh auf. Hä, was ist das? Unkaputtbar. Unkaputtbar für den Doschen. Zumindest jetzt noch. So funktioniert es hier. Ich verstehe. Gucken wir trotzdem hier unten mal nach links. Ah, ich bin zu schwach. Ist vermutlich die nächste Fähigkeit, die wir bekommen. Ein härterer Schlag. Eine härtere Waffe oder so. Ah ne, hier geht's weiter. Aber trotzdem, ich vermute mal, wir bekommen eine härtere Dingens, Lichtkugel. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Ah, es wird gebündelt. Laser? Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Okay. Interessant. Aber das kostet mir jedes Mal Energie, stimmt's? Stimmt's oder habe ich recht? Ja, es kostet mir jetzt mal Energie. Und ich habe keine mehr. Ich habe keine Energie mehr. Was ungeil ist. Nein, 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 der darüber. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte da oben das Teil haben. Diese blaue Energie. Na, hier ist noch grüne. Nein, hier. Doch, hier ist grüne. Grüne, gelbe und blaue. Hier ist blaue. Ah, da oben könnten. Na, das geht nicht da durch, oder? Müssen wir außen rum. Wir müssen da oben rauf. Wir müssen da oben rauf. So. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Hoffe ich doch. Nein, 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 nein. Oh Mann. So nicht. So nicht doschten. Da, ach, das ist ein bisschen tricksy gemacht hier. So, kann ich den hier schon treffen? Nein. So. So. Hä, was ist das? Hä? Was war denn das? Und wie komme ich da runter? Hier unten ist auch noch was. Aber was hat mich jetzt da getötet?
Okay. Stichflamme. Flamme an! Na gut. Kriegen wir schon noch raus, was das war? Ich glaube, dieser Gegner da oben, wenn wir den attackieren und der dann stirbt, hinterlässt er so Stachelkugeln, die uns ans Leder wollen. So, wir müssen wieder darauf. Nein, 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 nein. Komm, geh auf. Geh auf, Ori. Geh auf. Komm, sei eine brave Ori. Und leg den Schalter um. Oh, das ist Mist. Das ist Mist. Der war schon umgelegt. Ich dachte, das hat sich wieder zurückgesetzt. Hat sich anscheinend dieses Mal nicht. Ich verstehe. Auch recht. Auch gut. Gehen wir nach oben wieder. Und passen auf den Gegner auf. Auf diese komische, stachelige Schleimkugel. So, jetzt darüber. Na, nicht so. So, 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 so. Jetzt hat er da so... Ach, da kommen... Ich verstehe, der wird immer kleiner. Jetzt müsste down sein. Eieieiei. Hat ein bisschen was von den Riesengumbas, die dann immer kleiner werden, je öfter man drauf springt. Mehr, aber kleiner. Die Seelenverbindung ist bereit. Nein, genau. Und rüber. Jetzt. Hier geht's wieder Energie. Wow, ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung. Oh, verdammt, die sind die Dinger wieder. Die kleinen Scheiße. Eieiei. Hier muss man voll aufpassen. War jetzt da oben noch was? Lieber nochmal gucken. Ah, da kommen wir noch nicht drauf. Okay, ich verstehe. Entweder kommen wir da nicht drauf oder wir kommen noch nicht drauf. Wir müssen hier durch. Uns durchbashen quasi. Oh, was ist das hier? Ach, jetzt sind wir in der Spinnenhöhle. Wir sind in der Spinnenhöhle. Das ist schon wieder ungeil hier, glaube ich. Das ist schon wieder ungeil. Ah, hier sind die Spinnen. Die Spinnen, die Spinnen. Oh oh. Oh, ist das mies. Was, ganz da hinten? Das ist aber auch ungeil. Oh, ich muss da nochmal abspeichern. Wenn ich vorne bin. Sonst darf ich jedes Mal von da hinten anfangen. Ich muss öfter speichern. Aber hier muss man richtig haushalten mit seiner Energie. Entweder Kampfenergie oder Speicherenergie. So, hoffentlich kriegen wir später noch mehr. Hoffentlich kriegen wir später mal die Fähigkeit, mehr Energie zu tragen. Ist jetzt das Teil da oben? Ich glaube, das ist schon zurückgesetzt. So. Dran denken, Dosten. Rechtzeitig speichern. So, dale. Hohlhein, jetzt kommt wieder dieser Schleimkasper. Und will mich nerven. Zack. Hier ist nichts mehr, oder? Hier ist kein Gegner mehr. Alle geowned. Alle gebasht. Ah, das Springen auf so einen Einblock ist tricksy mit Ori. Das muss ich noch üben, glaube ich. So. Energie. Und das Teil hier bashen. Oh, es geht nicht. Es geht nicht. Oh, mal volle Kanne Energie verschleudert.
Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede! Bös! Bös, bös, bös! Na gut! Auf ein neues, Leute, auf ein neues! Hier gibt's ein paar kleine, fiese Stellen in dem Game, die einem das Leben gerne schwer machen. Na gut, Herausforderung angenommen. So. Gab's oben noch was außer dem Schalter? Nee, ne? Also ab dafür. Und nochmal darüber. Zum 100. Mal jetzt dieselbe Stelle. Zack, zack, zack. Zack, 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 wie so ein kleines Äffchen. Oder wie so ein Eichhörnchen. Ein Einhörnchen. So. So. Und den unteren nicht getötet, was schade ist. Wie töte ich den? Wie töte ich dich? Alter Schwede, ist das mies. Jetzt ist er down, der Junge. Schön noch alles einkollekten. Gibt's noch irgendwo Energie für mich? Da ist Energie. Sehr schön. So, jetzt speichern wir hier ab. Gespeichert. So. Und wie es hier in der Spinnenhöhle weitergeht, schauen wir uns im nächsten Part an, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.